Trumpf erklärt, wie sich Automatisierung rechnet. Das ist Horst. Er ist Inhaber einer Firma für Blechbearbeitung und immer im Stress. In seiner Werkhalle stehen Laser, Stanz und Biegemaschinen von Trumpf. Dazwischen stapeln sich Rohbleche, Teile und Resttafeln. Materialien sind im Chaos unauffindbar und Gabelstapler kommen nicht durch. Weil so das Material zum Beladen fehlt und Fertigteile nicht abtransportiert werden können, stehen Horsts Maschinen oft still. Das kostet richtig Geld. Horst weiß nicht mehr, wie viel Material noch vorrätig ist und hat auch ansonsten den Überblick verloren. Auch Horsts Mitarbeiter sind unzufrieden, denn der Betriebssägen hängt häufig schief. Und durch unnötige Diskussionen geht viel Zeit verloren. Das bedeutet Überstunden. Horst ist verzweifelt. Er fragt seinen Freund Jan um Rat, der auch eine Blechfertigung besitzt. Jan empfiehlt ihm Trumpf Automatisierungslösungen, denn die schaffen in seiner Fertigung Ordnung und Klarheit. Jans Maschinen sind automatisiert und an ein Lager angebunden. Das Lager nimmt Rohmaterialien auf und gibt sie an die Maschinen weiter. Diese stellen Teile und Zwischenprodukte her und geben sie an das Lager zurück. Das alles geschieht softwaregesteuert und automatisch, auch über Nacht und an Wochenenden. Alle Materialien sind just in time an der Maschine und dank der permanenten Bestandsübersicht hat Jan immer volle Kontrolle über seinen Materialvorrat. Da die Lagertürme in die Höhe gebaut sind, spart er Platz. Und einen Gabelstapler braucht er nur noch für den Warenein- und Ausgang. Auch Jans Mitarbeiter sind zufrieden, denn im Unternehmen herrschen Ruhe und Ordnung. Sie konzentrieren sich auf ihre Kernaufgaben und Einsätze in der Nacht oder am Wochenende gibt es nicht. Horst ist begeistert und dankt Jan für den tollen Tipp. Einige Monate später produziert auch Horst mit Trumpf Automatisierungslösungen deutlich entspannter und wirtschaftlicher. Seine Produktion läuft reibungslos. Er kann vorausschauend planen und seine Kunden schätzen ihn als zuverlässigen Lieferanten. Er spart viel und verdient mehr. So hat sich seine Investition bereits gerechnet. Und Horst hat endlich mal wieder Zeit, Jan zu einem gemütlichen Bier einzuladen. Trumpf, Automatisierung rechnet sich.